Hi zusammen, ich grüße euch. Ich möchte euch zeigen, wie Sie mit Blender den Hintergrund einfach eines Projekts einfach ändern können. Und wir legen sofort los mit einem neuen Projekt. Also, wir gehen auf Datei, Neu, und dann können wir ein neues Projekt hier anfangen. Und wir löschen den Würfel hier mit X, sind schon, und wir können schon anfangen, ein neues Projekt hier hinzufügen, zum Beispiel einen Text zu bearbeiten. Dann können Sie sehen, wie man nicht nur den Text, sondern auch den Hintergrund ändern kann. Und dann wechseln wir erstmal in unseren Editiert-Modus. Dann können wir den Text zum Beispiel ändern. Wir schreiben zum Beispiel, was wir da lesen wollen. Also wir schreiben zum Beispiel Sand. Und wir können den Text jetzt bearbeiten, indem wir auf unsere Texteigenschaften hier drücken, und dann haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel den Text zu extrudieren. Wir nehmen zum Beispiel 0,1 da und die Tiefe nehmen wir 0,03, und wir haben die Möglichkeit, unsere Auflösung auch hier zu ändern. Und dann sofort sehen Sie, wie der Text jetzt aussieht. Unsere Textgröße haben wir die Möglichkeit hier zu ändern, und wir haben auch die Möglichkeit, ganz unten hier den Text einfach zu zentrieren. Wir können auch den Versatz hier mit unserer X-Achse nochmal richtig positionieren. Auf unserer Y-Achse können wir auch richtig positionieren, wie wir eigentlich haben wollen. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, den Text einfach nochmal zu rotieren, wie wir eigentlich hätten. Und Sie sehen schon, damit kann man sehr viele Sachen so erreichen. Wir können nochmal skalieren, wie es uns so am besten passt. Auf unserer X-Achse, Y-Achse, Z-Achse haben wir die Möglichkeit, unseren Text nochmal richtig zu skalieren, wie wir eigentlich hätten. Und wir können noch zum Beispiel den Text nochmal richtig drehen, wie wir eigentlich haben wollten. Zum Beispiel so können wir den Text drehen, und wir können auch hier auf unsere Delta-Transformation nochmal den Text richtig drehen. Auf unsere X-Achse, Y-Achse können wir alles ändern. Y-Achse sehen Sie schon, was man damit machen kann. Auf unsere Z-Achse haben wir auch die Möglichkeit, nochmal den Text richtig zu rotieren. Wir können auch natürlich den Text nochmal ein bisschen skalieren, wie wir eigentlich hätten. Und Sie sehen schon, wir sind schon fast fertig mit der Skalierung. Es sieht einfach sehr schön aus. Wir können nochmal ein bisschen drehen auf unsere X-Achse, Y-Achse. Sie sehen schon, man kann damit sehr viele Sachen einfach erreichen. Sie sehen auch schon, man kann auch den Text noch so positionieren. Und wir können nochmal hier auf unsere unser Textwerkzeug gehen, um auf unserer X-Achse den Text nochmal richtig zu positionieren, wie wir eigentlich hätten. Auf unserer Z-Achse können wir nochmal den Text richtig positionieren. Wir sind schon fast fertig da, mit unserem Text zu bearbeiten. Jetzt haben Sie gelernt, wie man einen Text bearbeiten kann. Und wir wollen jetzt zum Beispiel ein bisschen den Text schöner machen, indem wir in unseren Editiert-Modus wechseln. Und nicht Editiert-Modus, also Objektmodus wechseln. Entschuldigung. Und dort haben wir die Möglichkeit, den Text nochmal schöner zu machen. Wir drücken zum Beispiel Alt und C, um Mesh aus Kurven zu machen. Und dann haben wir die Möglichkeit, auf Gitter zu gehen und zu sehen, wie der Text jetzt aussieht. Wir sehen schon, der Text sieht sehr schön aus. Aber wir können nochmal ein bisschen modifizieren, indem wir einfach hier gehen und modifizieren hier den Text. Wir machen diese Häkchen hier raus. Und wir haben die Möglichkeit, nochmal ein bisschen hier den Text schöner zu machen. Sie sehen schon, wie es jetzt aussieht. Wir können auch bis ab machen. Also es sieht sehr, sehr schön aus. Wir können noch ein bisschen runter machen, wie wir eigentlich haben wollen. Sie sehen, es sieht einfach sehr schön aus. Und wenn wir fertig sind, dann machen wir einfach anwenden. Und dann können wir zum Beispiel auf Massiv jetzt gehen, um zu gucken, wie es jetzt aussieht. Also Sie sehen schon, es ist jetzt ein bisschen mit solchen Sachen da, und wir können ein bisschen hier noch weich machen, damit man nicht mehr damit es nicht so ziemlich anders aussieht. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, nochmal auf unseren Editiert-Modus zu gehen, und dort haben wir die Möglichkeit, einfach A zu drücken, und dann sehen Sie, wie der Text jetzt aussieht. Wir wechseln jetzt einfach in unseren Objektmodus, und dann haben wir die Möglichkeit, jetzt unseren Hintergrund zu bearbeiten. Wir markieren erstmal zum Beispiel, was wir als Hintergrund hier haben wollen. Zum Beispiel eine Fläche haben wir. Und wir können zum Beispiel hier hinzufügen, Mesh. Und dann fügen wir einfach eine Fläche hinzu. Und mit dem Werkzeug, wir können zum Beispiel
bearbeiten, wie wir halt eigentlich haben wollen, zum Beispiel nochmal skalieren, wie wir eigentlich hätten. Und Sie sehen schon, wie Sie eine Fläche auch skalieren könnten. Und so können Sie einfach die Sachen richtig machen. Also eigentlich kann ich auch viele Positionen so machen. Ich kann noch zum Beispiel die Fläche ein bisschen in unsere Sand versenken. Und von daher kann ich euch auch zeigen, wie es einfach geht. Also jetzt haben wir unseren Hintergrund hinzugefügt und wir wollen jetzt zum Beispiel auf Material gehen und mit Farbe ist es immer sehr schön. Also wir gehen zum Beispiel auf unsere Cycles hier und neu. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Farbe hier zu ändern. Wir nehmen zum Beispiel eine dunkle Farbe und dann haben wir die Möglichkeit, einfach zu ändern. Also um besser zu sehen, wechseln wir einfach hier auf unsere Geränder. Und dann sieht einfach so aus, sieht es einfach so aus, aber die Farbe können wir nochmal ändern. Also, wenn die Farbe uns nicht so gut passt, dann können wir auch eine helle Farbe nehmen. Wir können zum Beispiel auch diese blaue Farbe nehmen, wieso nicht? Oder wir nehmen zum Beispiel diese orangene Farbe hier. Also, alles können wir einfach nehmen, was uns am besten so passt. Und wir können auch die Helligkeit nochmal ein bisschen erhöhen, wie es uns so am besten passt. Und Sie sehen schon, wir können auch diese Farbe nehmen. Also alle Farben können wir einfach nehmen und gucken. Und wenn wir fertig sind, dann gehen wir einfach auf unsere Welle und dort haben wir die Möglichkeit, unsere Textfarbe nochmal zu ändern und es sieht einfach so schön aus. Also so sieht einfach unser Text jetzt aus und ich freue mich einfach, dieses Projekt mit euch geteilt zu haben. Sie haben hier gelernt, wie man sehr viele tolle Sachen machen kann und ich freue mich einfach, wenn Sie mich weiter abonnieren können. Ich freue mich einfach, eure Kommentare zu lesen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass Sie dabei waren.